Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spieler TuS Koblenz gegen SC Freiburg 2. Ich begrüße die beiden Trainern, Herr Metaxas und Vanginessos. Ja, die Gäste haben wie immer das erste Wort. Glückwunsch zum Sieg. Ihr Kommentar bitte. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Auch wenn ich gefühlsmäßig schon ein bisschen Angst hatte, dass wir hier noch nicht mit 3 Punkten nach Hause fahren, denke ich, was insgesamt gesehen dennoch verdient, weil wir eine Großzahl an Torchancen haben und das ist nun mal dann wieder heute das Manko gewesen, die wir nicht machen. Warum wir sie nicht machen, glaube ich, liegt daran, dass wir mit diesem vielen Ballbesitz uns selber ein bisschen in so eine Schläfrigkeit reingespielt haben und es dann nicht geschafft haben, aus dieser Lockerheit des Ballbesitzes hintenrum die Spannung in einen fokussierten Abschluss, in einen fokussierten Angriff reinzubringen. Dann ist man zwar im 16er und kommt zum Abschluss, aber man hat nicht die richtige Spannung und bis zuletzt war Koblenz dann gefährlich, hauptsächlich durch die Standards, aber auch die sind ja legitim und da kann man ja auch Tore mitmachen und deswegen bin ich ganz froh, dass wir es noch über die Zeit ja, retten konnten. Anders kann man es, glaube ich, dann nicht, also vom Gefühl her nicht anders ausdrücken. Danke. Vielen Dank. Vangi, dein Kommentar bitte. Ich muss mich bei allen Zuschauern, die heute hier im Stadion waren, gerade für die erste Halbzeit entschuldigen. Und Leute, die dafür Eintritt bezahlt haben, das ist unfassbar, was wir heute in der ersten Halbzeit hier abgeliefert haben. Das ist beschämend. Aber die Gründe kenne ich. Wenn du 2 Spieler auf dem Platz hast, von denen du dir auch erhoffst, dass sie anlaufen, dass sie Wege machen, dass sie aggressiv sind und nicht mal ansatzweise bereit sind, diese Wege zu machen und sich zu zerreißen, dann ist es nämlich so, dass der Rest der Mannschaft auch schlecht aussieht. Klar war, dass Freiburg viel mehr Ballbesitz haben wird, 70-80%, ich weiß nicht, wie viel es waren, aber das haben wir mit eingerechnet. Aber wenn einfachste taktische Dinge ja, von 2 Spielern nicht eingehalten und nicht umgesetzt werden, was wir die ganze Woche über trainiert haben und nicht bereit sind, das zu machen, dann sehen die restlichen 9 natürlich auch schlecht aus. In der Halbzeit haben wir dann 2-mal gewechselt mit Can und Can Inal und Anil Jaka. Und dann hat man auch gesehen, dass die Jungs es versucht haben. Alle, die auf dem Platz waren, wollten. Wir hatten auch 3-4 gute Tormöglichkeiten, wo das letzte Quäntchen Glück oder auch die Qualität, wie man es auch ausdrücken mag, fehlt. Und natürlich hat dann auch Freiburg die eine oder andere Situation gehabt mit der Qualität. Da müssen wir Fabrice Vollborn danken, dass es nicht höher ausgefallen ist das Ergebnis, aber ja, mit ein bisschen Glück nimmst du hier einen Punkt mit, aber aufgrund der ersten Halbzeit wäre das auch absolut nicht verdient gewesen. Danke. Danke, Vangi. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Oh, dann haben wir aber eine ganz, ganz, ganz unterschiedliche Meinung vom Fußball. Ja, das habe ich auch mit den Wechseln dokumentiert. Aber wenn irgendjemand der Meinung ist, dass Samir Benama einer der Besten ist, dann, ja, dann habe ich entweder oder sie keine Ahnung vom Fußball. Eins von beiden, weiß ich nicht. Der zweite Spieler? Wie bitte? Der zweite Spieler, der sich... Ja, Kevin Stoike, gerade die 2 auf der Halbposition. Man hat ja gesehen, dass wir 4-3-2-1 gespielt haben. Ja, und gerade Danko, der Läufe der Wege gemacht hat, der immer wieder versucht hat, die Innenverteidiger dort zu beschäftigen und auf eine Seite zu lenken. Aber wenn dann die 2 Halbpositionen nicht imstande sind, dann ja, aus der Halbposition 10 Meter aggressiv anzulaufen und einfach nur im Raum stehen, die ganze Zeit, auch wenn der Innenverteidiger 5 Meter in die gegnerische Hälfte gedribbelt ist, dann braucht man sich nicht wundern, wenn man wie eine, ja, immer hinterherläuft. Ne? Und dann sehen die restlichen 9 natürlich auch schlecht aus, ne? Wenn man keinen Druck darauf hat. Und das war ganz klar besprochen. Ganz klar trainiert und ganz klar besprochen. Und da stellt sich für mich die Frage, ja, anscheinend wollten die 2 das nicht. Gibt es noch weitere Fragen? Sieht nicht so aus. Unseren Gästen eine gute Heimreise. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Dann ist Astoria Waldorf zu Gast und am Mittwoch noch das Pokalspiel in Karbach. Schönes Wochenende noch.